Wir wollen mit diesem Beteiligungsformat nicht nur die Verwaltung, auch die Stadtverordneten, sondern auch nach Losverfahren sozusagen ermittelt Bürgerinnen und Bürger die Chance geben, genauso wie Vertretern aus der Wirtschaft und natürlich des derzeitigen Eigentümers zu sagen, was konkret gibt es für Ideen. Das wird ein harter und ein anstrengender Prozess. Wir müssen uns wirklich sachlich auseinandersetzen, um dann möglichst den Stadtverordneten zügig 25 spätestens dann auch einen konkreten Vorschlag zu machen. Aber dafür müssen wir uns einigen, was wollen wir mit dieser Fläche machen? Herr Schick, die Brache wird zur Stadtpromenade. Dafür soll es einen Beirat geben, einen Entwicklungsbeirat. Was genau beinhaltet der? Was soll er tun? Für wen ist er zuständig? Also er ist für ein Zukunftsthema und das ist Tatsache die Stadtpromenade. Die wollen wir entwickeln. Ich glaube, jeder, der in Cottbus lebt oder hier immer wieder herkommt, der kennt das Thema. Und wir wollen einen neuen Weg gehen. Wir wollen mit diesem Beteiligungsformat nicht nur die Verwaltung, auch die Stadtverordneten, sondern auch nach Losverfahren sozusagen ermittelt Bürgerinnen und Bürger die Chance geben, genauso wie Vertretern aus der Wirtschaft und natürlich des derzeitigen Eigentümers zu sagen, was konkret gibt es für Ideen und welche können wir erstens technisch und wirtschaftlich überhaupt umsetzen. Da geht es dann um Prozess im Sinne von, man redet miteinander und macht Vorschläge, weil es gibt ja die Vorschlagsbandbreite geht ja wirklich von Park bis Kaufhaus. Nee, ganz so einfach machen wir es uns eben nicht, sondern die Ideen, die dort eingereicht sind und viele sind ja bereits auch schon schriftlich, nicht nur im Büro des Oberbürgermeisters, sondern überall angekommen, die schauen wir uns Tatsache auch mit Fachexperten immer wieder an und wollen wirklich dazu kommen, können wir diese Idee überhaupt umsetzen? Das wird ein harter und ein anstrengender Prozess. Das werden auch nicht Veranstaltungen, die mal mit 3-4 Stunden abgewickelt sind, sondern wir müssen uns wirklich sachlich auseinandersetzen, um dann möglichst den Stadtverordneten zügig 25 spätestens dann auch einen konkreten Vorschlag zu machen. Diesen Beirat darf man sich den so vorstellen, das wird ausgelost teilweise. Das heißt, es kann auch jemand aus Galinchen und Skardo, der vielleicht mit der Brache an sich jetzt nicht viel am Hut hat, im Gegensatz zu jemand aus der Stadtmitte, dabei sein, der sich dann mit diesem Thema auch beschäftigen muss. Ist das eine Verpflichtung oder wird neu ausgelost, wenn jemand nicht teilnehmen möchte? Also genau damit haben wir uns natürlich auch beschäftigt. Ich will allerdings auch der Arbeitsgruppe da nicht vorweggreifen. Fakt ist, wir werden auch damit umgehen müssen, dass Cottbusserinnen und Cottbusser sagen, mich interessiert es nicht. Dann wäre sozusagen ein Verzicht und dann wird neu gelost. Aber ich bin mir mal ziemlich sicher, wir werden sehr viele Cottbusserinnen und Cottbusser finden, die dieses Losverfahren nicht nur akzeptieren, sondern auch mittun. Dann geben wir uns kurz noch einen zeitlichen Abriss. Wann soll es losgehen? Wann soll es beendet sein? Wie geht es dann weiter? Also formal, das gehört dazu, werden wir jetzt in die Stadtverordnetenversammlung mit der Vorlage gehen, dort hoffentlich den Zuschlag. Und dann wollen wir im Oktober noch diesen Jahres dann zügig anfangen. Und dann werden sich natürlich auch zum Losverfahren und vielen kleinen Details die Steuerungsgruppe ziemlich schnell finden. Und dann gibt es weitere Informationen für Sie alle. Das heißt, ab 25 wird vielleicht auch wirklich gebaut oder begrünt weiter oder ähnliche Ergebnisse umgesetzt? Also begrünt wird jetzt schon. Ich weiß, wir wünschen uns alle auch ab und zu mal wieder Regen, dass es noch schneller geht. Aber die Bauarbeiten für die temporäre Nutzung, das haben wir immer gesagt, die sind nicht nur begonnen, sondern die werden zügig vorangetrieben, sodass die Fläche ja schon kein Schandfleck mehr ist. Das ist ja das Entscheidende. Natürlich noch nicht in dem Sinne, wie wir das alle wollen. Aber dafür müssen wir uns einigen. Was wollen wir mit dieser Fläche machen?